Herzlich willkommen im zweiten Teil subjektiver Fahrbericht VW Käfer. Ich versuche hier die Kamera möglichst weit wegzuhalten, aber ich stoße hier schon an die Frontscheibe, weil der Wagen so klein ist. Ja. Ihr seid hier live dabei, bei meiner Fahrt wie immer mit den Fahrzeugen. Wie ist der Eindruck, wie fährt sich so ein Käfer von 1958? Eine Exportvariante, wie schon im Teil 1 erwähnt, mit hydraulischer Bremse und synchronisiertem Getriebe mit opulenten 30 PS und 76 Newtonmeter. Wie fährt sich das im heutigen Zeitalter im Jahre 2020? Und das will ich euch heute mal kurz zeigen. Wir fahren hier die gewohnte Strecke. Für diejenigen, die hier neu dazugestoßen sind, es gibt hier meistens immer drei Teile, wenn Fahrzeuge hier angeboten werden auch, dann haben wir den ersten Teil Zustandsbericht, zweiter Teil Fahrbericht, dritter Teil Unterbodencheck. Den mache ich meistens dann aber nur für Interessenten als Link in die Anzeige. So, wir haben hier ein Faltdach, ich habe es schon mal geöffnet und wenn wir schon mal dabei sind, guckt man natürlich nochmal hier in den Rahmen. Das sieht auch alles sehr gut aus und ich werde es auch wieder zumachen, weil sonst wird es zu laut. Hinten haben wir ein bisschen ein bisschen Dreck, das könnte man vielleicht mal sauber machen. Ansonsten sieht dieser Käfer, wie schon im ersten Teil erwähnt, wirklich sehr, sehr gut aus. Also der muss irgendwann mal restauriert worden sein. Das geht aus der Historie aber leider nicht hervor. Aber ist auch egal, denn hier funktioniert alles, wie schon erwähnt, vom Radio bis zum Motor natürlich, der läuft auch sehr, sehr schön. Auch Getriebe funktioniert bestens, Hupe geht, Blinker, die Winker hat er hier. Wir haben hier die Winker-Variante, die funktionieren auch. Und ansonsten gibt es hier auch nicht viel bei diesem Käfer. Und deswegen starten wir einfach mal. Wir haben hier keine Anschnallgurte, ist mal ein bisschen ungewohnt. So, wir haben hier diese stehenden Pedale. Das ist auch ein bisschen ungewohnt eigentlich, wenn man das nicht gewohnt ist. Hier das Getriebe ist natürlich nicht sehr, sage ich jetzt mal, zielführend, muss ein bisschen nachhelfen, ja. Aber jetzt sind wir hier im Leerlauf und wir starten mal den Boxer mit einer, wir haben hier eine 6 Volt Bordspannung, fällt in einen ruhigen Leerlauf. Ja. Musik passt ja auch, ja. Und ich würde sagen, wir starten mal. So, der erste Gang ist hier nicht synchronisiert, aber das ist ja kein Problem, wenn man hier im Leerlauf ist. Nur wenn man vom zweiten in den ersten zurückschalten möchte, während der rollt oder ein bisschen Drehzahl hat, dann hört man es. Also da muss man mal Zwischengas geben oder anhalten. Ansonsten ist 2, 3 und 4 voll synchronisiert. Wir machen ja wie immer hier einen Soundcheck. Moment. Ich bin auch schon mit dem Käfer hier strammer 110 gefahren, der ist ja mit 112 angegeben, glaube ich, und ich glaube, da geht noch was, ja. So, los geht's, Kupplung kommt sehr weich, etwas spät, wie gesagt, das ist schon mal angenehm, dass man nicht hier Zwischengas geben muss, wenngleich mir das aber auch Spaß machen würde. Dritter Gang, Lenkrad steht gerade. Ich merke jetzt auch keine atypischen Geräusche vom Fahrwerk, dass irgendwas poltert oder locker ist. Achso, ich wollte das Faltdach gar nicht zumachen, sonst wird das hier zu laut. So, dritter Gang, volles Rohr. Vierter Gang, also man kann hier mit dem Fahrzeug ganz entspannt fahren, hat einen guten Federungskomfort, man fühlt sich trotz des Alters und des Kleinwagens, also ich, so kommt es mir vor, relativ sicher. Wir haben hier ja, wie gesagt, eine Trommelbremse vorne wie hinten. Was mir hier auffällt, ist, sie hat so, wie wenn eine Scheibe ein bisschen Unwucht hat. Ich nehme mal an, die Bremsbacken, die könnte man mal erneuern oder vielleicht auch sogar gleich die Trommel mit. Das merke ich, dass die ein bisschen Unwucht hat beim Bremsen. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal in den dritten Gang, damit wir ein bisschen Vortrieb haben. Ich drehe ihn einfach mal aus. Ja, hier geht's vorwärts. Ne? Aber für die damaligen Verhältnisse war man zumindest mal mobil. Und der Käfer ist ja
21,5 Millionen Mal gebaut worden. Und hier haben wir, ich habe es auch schon im ersten Teil erwähnt, ein Exemplar noch der ersten Serien mit den kleinen roten Rückleuchten, noch mit den Winkern. Das Ganze wurde dann abgeändert. Ich meine, Anfang der 60er kamen dann die Blinker vorne, also so wie man sie kennt, zuvor. Ich glaube, noch vor 1957 waren die Heckfenster oval. Deswegen hießen die dann auch Ovali als Spitzname. Und vor dem Ovali, das waren dann die Fahrzeuge um die Anfang der 50er, Ende der 40er, waren es die Brezelkäfer. Die hatten dann dieses geteilte, den geteilten Steg hinten im Heckfenster. Ab 1958 waren es dann diese Rechteckfenster. Und das hier ist so ein Exemplar. Wie auch schon erwähnt, gab es Standard und Export. Das heißt aber nicht, dass es ein US-Modell sein muss, sondern die Export konnte man auch für den deutschen Markt bestellen. Und die hatten halt ein bisschen mehr Komfortoptionen, sage ich jetzt mal. Wobei Servo gab es hier auch nicht. Braucht man aber nicht unbedingt, weil der Käfer ist nicht schwer. Ja, ansonsten zieht dieser Wagen immer sofort die Blicke auf sich. Es gibt hier keinerlei neidische Blicke, im Gegenteil. Man hat die Gunst quasi der ganzen Bevölkerung hier auf sich gezogen mit so einem Oldie. Denn jeder kennt eigentlich, bis auf jetzt Kinder, aber die finden das auch sehr, sehr goldig, so ein Auto. Und mittlerweile sind Käfer, die vor dem Jahrgang 1960 zugelassen sind, relativ rar, was ich so gesehen habe, sind ja auch schon alt. Es gab, wie gesagt, die mit festem Dach und auch mit Faltdach. Ich bin jetzt mal im vierten Gang übrigens, geht mal hier volles Rohr, Vollgas. Braucht halt einen Moment, ne? Aber er schafft sich irgendwann auf die 110 km/h. Ja, ansonsten fällt mir hier eigentlich zu diesem Käfer nicht viel auf, muss ich sagen, bis auf die Bremse, die ein bisschen unwuchtig läuft, funktioniert hier an diesem Käfer alles. Ich würde mir sogar zutrauen, mit diesem Teil jetzt einfach mal loszufahren nach Italien, wenn die Grenze wieder offen ist. So wie es die Deutschen früher auch mit diesem Käferchen hier gemacht haben. Ja? Über den Brenner. Und man muss immer ein Tuch dabei haben, wenn man zumindest im Winter fährt, damit man die Scheiben hier schön putzen kann, sonst beschlagen die. Die haben wir hier nur quasi als Klimatisierung. Ich habe es ja schon letztes Mal offen gehabt. Das Ausstellfenster. Und sonst hat man, aber in dem Fall haben wir noch ein Fallschiebedach. Sonst hat man hier quasi nichts. So. Ja, ich hätte gerne noch weiter erzählt und wenn hier was aufgefallen wäre, aber es fällt hier nichts auf. Das war hier der subjektive Fahrbericht vom VW Käfer, der jetzt im Verkauf steht, aus dem Jahrgang 1958. Tachostand 36.900 mit TÜV bis 1120 und Haarabnahme. Gegebenenfalls machen wir nochmal einen neuen TÜV. Das muss man mal sehen, je nach Absprache und Verhandlung. Wer Interesse hat, meldet sich natürlich gerne. Bis dahin sage ich Tschüss, bleibt am Ball, abonniert meinen Kanal. Denn wir haben ja hier bekanntlich immer schöne, besondere Fahrzeuge am Start. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Ralf Skiba von Skibas Youngtimer Kaufberatungen.